Was geht, Shisha Suche Dies, vorab, bevor das Video beginnt. Ich hoffe, dass es heute noch kommt. Ich weiß ja, jeden Tag kommt ein Video, Adventskalender und so. Ihr wisst vielleicht noch Bescheid. Das Problem ist, ich habe jetzt die ganze Zeit gearbeitet. Ich hatte keine Zeit und war immer eigentlich nur am Pennen direkt nach der Arbeit. Und das war halt ein kleines Problem. Ich hoffe, das Video kriege ich heute noch hin. Beziehungsweise mache ich, tue ich. Ich würde es ja heute drehen. Wir haben jetzt 21 Uhr. Wir haben heute den 21. Hoffentlich kommt es jetzt noch und ja, fangen wir mal mit dem Video an. So Leute, dieses Video war eigentlich überhaupt nicht geplant. Ich versuche es kurz zu fassen. Es ist jetzt auch nicht das Überthema, auch nicht das, was jetzt eigentlich das Wichtigste überhaupt ist. Es geht heute darum, wie man die Köpfe richtig mischt. Ich weiß, Leute, eigentlich ist das Video unnötig, aber ich mache es jetzt nochmal so, damit es wirklich auch jeder wirklich hinkriegt, wenn er mal Probleme hat, wenn er mal was gewichst hat und es schmeckt einfach nicht. So, als erstes erkläre ich euch mal, was daran überhaupt so wichtig ist. Ich hatte mal was Lustiges, Ömers Schwester hat mich mal gefragt, als ich mal einen Kopf gemixt habe, also verschiedene Tabaksorten miteinander gemixt habe, hat sie mich mal gefragt, kann es dann nicht passieren, dass es dann irgendwie giftig wird oder so? Ich glaube, ihr wisst alle, dass da nichts passieren kann, wenn man zwei Tabaksorten miteinander mischt. Das Problem ist, ich habe ja auch mal in der Shisha-Bar gearbeitet, mal so zwischenzeitlich. Das Problem für viele Leute ist, die in der Shisha-Bar anfangen zu arbeiten, dass wenn sie etwas mixen, dass es nicht so schmeckt, wie es eigentlich sein sollte. Könnte daran liegen, dass jede Shisha-Bar hat ja auch verschiedenen Sortiment an verschiedenen Tabak. Das bedeutet, ich habe jetzt hier eine Minze, die ist übertrieben stark. Das weiß ich aber nicht, weil ich es ja noch nicht probiert habe, weil ich die Minze zum Beispiel jetzt nicht kennen würde. Wenn ich die nicht kennen würde, denke ich jetzt, das ist eine starke Minze. Und ich habe hier eine Minze, die übelst schwach ist. Das heißt, man muss ein bisschen mehr Minze reinmachen, damit man das überhaupt richtig rausschmeckt. Und da denke ich, die ist auch stark. Dann benutze ich die und der Kopf schmeckt halt fast gar nicht nach Minze. Also man merkt es gar nicht, die Minze. Das ist halt die erste Sache. Man muss halt ein bisschen Erfahrung sammeln am Anfang mit den verschiedenen Tabaksorten. Das Problem ist, man lernt nie aus. Also man lernt nie aus, denn selbst wenn man mal einen Tabak hat, der richtig geil schmeckt, man weiß, wie das Mischverhältnis ist, das ist ein bisschen stärker, ich mache ein bisschen weniger rein. Kann es sein, dass irgendwann mal eine Produktion kommt, die dann vielleicht schwächer ist. Da macht man ganz wenig rein, dann schmeckt man es wieder nicht. Das ist halt immer so eine Sache. Es passiert natürlich nie so krass, dass es jetzt auf einmal stark ist und dann in der nächsten Produktion übelst schwach. Passiert in den wenigsten Fällen. Also Adalia hatte ja mal so eine Zeit, da hat es gar nicht richtig funktioniert. Passiert am seltensten. Also wenn man die Erfahrung gesammelt hat über die verschiedenen Tabaksorten, dann kann man es auch richtig mischen. Sprich, wenn man drei Sorten mischt bis zu vier Sorten, dann kann es schon wieder ein bisschen tricky werden. Da muss man einfach auf seine Erfahrung und auf das, was man so denkt, was es so passen könnte. Es gibt auch Sachen, die sich miteinander beißen, die vielleicht nicht miteinander schmecken, aber das ist dann auch wieder subjektiv, ob das einem schmeckt oder nicht. Zum Beispiel Banane mit Traube. Ich weiß nicht, ob das schmecken würde. Vielleicht schmeckt es ja ein, zwei, aber vielleicht die Mehrheit nicht. Ja, so ungefähr. Dann gibt es noch verschiedene Arten, wie man den Kopf mischen kann. Und das zeige ich euch jetzt. So, ich habe mir jetzt hier ein bisschen Tabak angeschafft. Gut, das war jetzt schon die ganze Zeit auf dem Tisch. Und es gibt, ich sag jetzt einfach mal, drei Arten, wie man den Kopf mischen kann. Das erste wäre, in Schichten mischt. Zum Beispiel von der Sorte jetzt die erste Schicht. Und von Lamb Fresh, von Genies, die zweite Schicht. Das Problem an der Sache ist, wenn der Kopf nicht komplett durchgeraucht wird, beziehungsweise nicht gescheit heiß wird, bedeutet das dann quasi, dass nur die obere Schicht verbrannt wird und die untere eher weniger. Das heißt, man schmeckt dann eher den Lamb Fresh raus als den Orange Milch von Smokies, weil der halt eben in der untersten Schicht war. Dann die nächste Art, mit der baue ich ab und zu, wenn ich zu faul bin, ist einfach, dass ich eine Hälfte, sage ich jetzt mal, Orange Mint reinmache und die andere Hälfte Lamb Fresh, sodass es dann quasi geteilt ist. Hier ist die eine Hälfte und hier ist die andere Hälfte. Kann man machen, ist auf jeden Fall, ist nicht schlimm, wenn man das so macht, das ist sogar gut, aber die beste Form, um einen Tabak richtig zu mixen, wäre dann halt auch eben, wenn ich jetzt, was habe ich Lust, ich nehme jetzt hier mal K-Series und jetzt nehme ich mir Lamb Fresh von Genie. So, und ich habe es jetzt ist es ja quasi wie in Schichten. Hier ist die eine Hälfte, Lamb Fresh und hier ist die K-Series von Hasso. Und jetzt wäre es besser, wenn man es mixt. Das Problem ist, da man es so mit dem Stecher nicht gescheit mixen kann, nimmt man es für gewöhnlich in die Hand
und mischt es dann ordentlich durch, so dass es dann komplett durchgemischt ist, so dass es überall gleichmäßig schmeckt, weil wenn man es in Schichten raucht, wenn jetzt hier in dieser Hälfte K-Series ist und hier Lamb Fresh, hier ist nur eine Kohle und sagen wir mal, hier ist zwei, nur mal angenommen, man sollte es natürlich nicht so machen, aber angenommen, dann würde man den, was habe ich gesagt? Ich glaube, K-Series mehr rausschmecken als der Lamb Fresh, weil der Lamb Fresh halt weniger Hitze abbekommt. So wäre das dann ungefähr. Dann in der Hand mixen. Man könnte natürlich auch jetzt den Kopf nehmen, das jetzt auf irgendeinen Teller oder in irgendeinen Deckel reinmachen und dann so mit dem Stecher mixen. Aber ich habe keinen Bock, mir das hier jetzt zu versauen. Da versaue ich mir lieber die Hände und mische das dann hier ordentlich durch und mache das dann auch wieder in den Kopf rein. Natürlich nicht so. So, dass es dann halt eben alles wieder in den Kopf reinkommt. Man sollte auch immer ein bisschen mehr Tabak erstmal in den Kopf tun und dann in der Hand mischen, weil ein bisschen was auch an der Hand kleben bleibt. Und ja, und das ist dann halt auch eben die beste Art, den Kopf zu mixen. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich weiß, das habe ich jetzt ein bisschen kürzer gefasst, so gut es ging. Und ich habe auch ein bisschen Zeitdruck, damit das Video heute kommt. Ich hoffe, es hat alles gepasst. Ihr habt alles verstanden. Und ich weiß, das war nicht das Überthema. Und das ist eigentlich nur so eine Kleinigkeit. Und trotzdem, wenn jemand jetzt ein bisschen was dazugelernt hat, dann ist es ja gut. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo da. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Ciao.